Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Binding of Isaac Afterbirth. Wir haben wieder ein Widmer-One vor uns und diesmal haben wir noch Lazarus vor uns. Jetzt haben wir ein Winspeed minus 2, ich bin mir sicher, wir hatten die Beans-Challenge geschafft. Das muss ich gerade mal nachschauen. Ich nehme an, die zählen nicht. Ja, die zählen nicht als Winstreaks, okay. Also los, Lazarus. Ein Curse of the Blind, das ist ja toll im Widmer-One, das wissen nämlich überhaupt nicht, was es gibt. Ein Demon's Tale nehme ich besser nicht mit. Das war auch eigentlich keine gute Idee. So, wenigstens gibt's hier. Verdammt, ich wollte den doch nicht mitnehmen. Weg damit. Drücke ich die falsche Taste? Ich nehme es mal an. So, jetzt. Weil, wenn man den Demon's Tale mitnimmt, werden rote Herzen gelöscht und man kriegt nur schwarze Herzen. Das ist nicht so schön. In Greed Mode. Ja, Homing Shots, wenn wir jetzt sowas wie Brimstone kriegen könnten, das wäre cool. Ich werde Lazarus eventuell beim Devil Deal umbringen, aber nicht vorher. Das ergibt für mich nicht besonders viel Sinn. Im normalen Fall ist es relativ sinnvoll, Lazarus recht früh umzubringen, weil man nicht unbedingt einen Devil Deal bekommt, aber hier kann man garantiert einen bekommen. Dann starten wir jetzt mal. Wir haben hier Seelenherzen, das ist fein. Los, wir fangen gleich mal mit sowas an. Ja. Natürlich könnte es auch sein, dass wir Lazarus hier umbringen, versehentlich, indem wir schlecht spielen. Das können wir nicht wissen. Aber wir versuchen mal unser Bestes natürlich und weichen aus und alles. So, weg mit dir. Du zielst nämlich, ihr zielt nicht. Jetzt kommen die nächsten Gegner. Vier von ihnen, das geht eigentlich. Und die sind ja zum Glück auch gleich tot und tun nicht noch diese komischen Gascher oder wie die heißen, spawnen, also die halben Körper. Da sind Money Booms. Ich muss hier weg. Schade, sie haben leider keine anderen Gegner erwischt. Gerade tun wir uns gar nicht so schlecht anstellen. Ach, ich habe noch die Strength-Karte. Wieso benutze ich die nicht? Damit habe ich sehr viel mehr Kraft für den ganzen Rest vom Raum. Und den benutzen wir jetzt, bis wir beim Devil Deal waren. Ach du meine Güte. Wir haben sogar noch ein extra Herz. Das heißt, wir sterben nicht so schnell. Shit, das war auch genau richtig, das extra Herz. Das war noch nicht mal die letzte Runde. Diese Spinnen sind gerade echt ätzend. Okay, wir haben es, die Spinnen so weit hinbekommen. Ah, da ist noch eine. Gerade wurde ich etwas überwältigt. Was du willst, wir haben immer noch den Curse of the Blind. Egal, ich rufe die Bosse. Das ist nur der Duke, den kriegen wir schnell klein. Weil man da kein Champion ist. Und der Strength-Karte sowieso. Jawohl. Nächster Boss. Pin vielleicht. Ich sehe ihn nämlich nicht. Jawohl, es ist Pin. Ich sollte nicht so weit weggehen. Hier war doch eben noch einer. Verschwinde mal, du. Oh, verdammt. Bin mal gespannt, was wir beim Teufel dann kaufen können. Ich kaufe dann einfach die Katze im Sack, wenn er überhaupt was anbietet. Und vielleicht ist es ja wirklich die Katze im Sack, ich meine. Das war fies. Ich meine, wir können Guppy-Teile bekommen. Also das ist ja nur Envy, und zwar nur einmal. Die Bomben waren fieser, den konnte ich echt nicht ausweichen. Tja, jetzt sind wir beinahe schon tot. Dank der Strength-Karte haben wir das extra Leben noch nicht verbraten. Gut, dann schauen wir mal. Ich hätte zwei Sachen im Angebot. Ich kann mich damit zwar leider nicht umbringen, aber ich nehme sie einfach. Leech, der ist ein Devil-Deal-Item, okay. Ich habe eine Tower-Karte bekommen. Tja, ich nehme den Schlüssel noch nicht mit. Das Dumme ist, ich weiß nicht, was das hier ist. Seelenherzen will ich jetzt gerade nicht mitnehmen, wegen dem Extra-Leben. Ich brauche einfach mal irgendwas. Oh, ich brauche keine Schlüssel mehr. Okay. Jetzt brauche ich nur noch Münzen, um Türen zu öffnen. Das kann uns einen Vorteil verschaffen. Dann bekommt man Münzenaugen, echt? Ich habe noch nie so genau drauf geachtet. Ich bin es aus dem gewohnten Lazarus sich sehr, sehr schnell in Isaac verwandelt. Dann machen wir mal
Ich habe eigentlich noch nicht rausgefunden, was der genau macht. Soweit ich weiß, aber wir kriegen irgendwie Trinkets durch den, stimmt's? Was ist da denn? Wieso habe ich jetzt eigentlich zwei Herzen, hä? Kommt das durch den Endless Nameless? Papa Zeit ist schön. Wir kriegen gerade einige Special Tears. Hier liegt ein halbes Herz rum. Da wird es sich lohnen. Da kam noch ein Herz, stimmt's ja, in den Curse Room zu gehen. Bisschen braucht man nicht Spider-Mod, World Rage und Moms Context. Oh, das ist alles gut, aber ich würde sagen, Moms Context und Void Rage sollten wir nehmen. Shit, und ich habe jetzt natürlich keinen Schlüssel. Sollten wir vielleicht doch lieber mit einem Schlüssel in diesen Raum gehen? Ganz vergessen, dass es auch noch sowas wie Truhen gibt. Ganz vorsichtig. Wie soll ich denn an den kommen? Ja, so schaffe ich das nicht. Dann machen wir es so, ich kaufe mir die Bombe und wir bomben das Teil da raus. Super, das hast du toll gemacht. Hey, wenigstens zwei Seelenherzen. Die Towerkarte hebe ich mir auf, als wie das Ganze hier zu brenzlig wird. Achso, ich habe ja ein Lied. Wo ist mein ganzes Range? Ich brauche wirklich Range ab. Ich brauche das Wort Void Rage. Ah, ich kann gerade nicht das. Ich kann das gerade nicht aussprechen. Oh, fein. Aha, der Lied hat mir gerade ein bisschen was wieder beschafft. Komm her. So, jetzt hier lang. Der Lied macht gerade ziemlich viel Schaden, oder? Ich habe das Gefühl, der hat die Hälfte der Gegner erledigt. So, weg mit dir. Hui, vorsichtig. Jo, danke, Leech. Ja, aus durch den Bonis. Ah, ich habe mich treffen lassen. Ich habe es genau gesehen. Da ich von Devil Deals gemacht habe, hoffe ich, dass es wieder den Satan gibt. Ich meine, den wird es garantiert geben. Das ist noch nicht die letzte Runde. Ich brauche auf jeden Fall ein bisschen Damage ab noch, weil wir haben viel zu wenig. Eigentlich dieses Endless Nameless. Wenn ich eine Aufnahmepause machen kann, werde ich mal nachgucken, weil ich es noch nicht rausgefunden habe. Leech, wieso tust du hier einfach eingefroren rumhängen? Vorsichtig. Ich möchte auf jeden Fall noch die Truhe benutzen. Also ich will nochmal in den Curse Room gehen. Da hole ich mir noch einen Schlüssel für, denke ich. Obwohl... Ich wollte eigentlich versuchen, auf 30 Münzen zu kommen und die beiden Items hier zu kaufen. Ich fange mit Void Rage an, weil wir brauchen mehr Range. Dann schauen wir mal, was du hier bist. Okay, ich habe doch einen Schlüssel bekommen. Aber jetzt werden wir erstmal die Bosse aktivieren. Lass Levy Jr. in den Caves. Sollten wir nicht hier schon den Hollow kriegen oder sowas? Und ich krieg mega Fetti sonst immer oben. Gibt's doch nicht. Der Leech wäre ein tolles Item für Samsung. Warum ist er? Sag, Damage Up hätte ich gern. Ui, zweimal Shop. So, die ganze Kacke muss jetzt mal weg. Oh. Moment mal, ich choppe eben nur mit einem Herzschaden, mit einem halben Herzschaden getroffen. Die machen doch normalerweise zwei. Ach, ey, ich habe aber total übersehen, dass da unten noch kleine Charger sind. So, bevor ich den Teufelsbogen. Ich kann heute irgendwie nicht das eher, das irgendwie sprechen. Den Teufelsruhm aktiviere, gehen wir aber in den Shop und kaufen noch Moms Contact. Überall müssen wir dann vorher noch die Kackehäufchen hier entfernen. Boah, zwei Watt Shop ist dann aber doch ziemlich fies. Sind auch wieder kleine Charger da. Gleich haben wir sie, da müssen wir nur noch die Kleiden erledigen. Leech, hilf mir! Hätte ich jetzt den Tower benutzen können. Und ich hätte sogar noch genug Geld, um mir einen Schlüssel zu holen und die Truhe zu öffnen. Aber jetzt gehen wir erstmal hier hin. So, jetzt benutze ich aber die Tower-Karte. Hey, klasse, sie haben den Blighted Oval einfach so kaputt gekriegt. Hi, shit. Ja, mal am Kontext funktionieren. Perfekt. Der Große ist gleich tot. Ach ja, ich habe ja Homing Tears. Ganz vergessen. So, Kleiner, am besten bist du auch gleich eingefroren, bitte. Ich brauche mehr Glück. Hat
Zoro spielt einfach immer das Glück. Natürlich haben wir jetzt Krampus. Oje, 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 wann... Okay. Oh nein! Ja, was wird er jetzt machen, wenn er wieder auftaut? Manchmal kann Freeze Tears etwas kompliziert sein. Es ist zwar schon sehr praktisch zu kämpfen, aber da man so wenige Pickups bekommt im Ritmo, bleibe ich doch beim Book of Sin. So, ich habe jetzt einen Schlüssel. Na, immerhin. Ich werde absichtlich jetzt noch nichts kaufen, oder doch, ich will doch versuchen, mich im Devil Deal umzubringen, wenn schon, dann, also kaufe ich ein Herz. Also Tiersap wäre auch noch angebracht. Hoffen wir mal, dass wir was Gutes hier finden. HP ab. Mehr Devil Deals. Marms Eye, oder dann nehme ich aber den Little Chubby anstatt Marms Eye. Lieber sowas wie Tiersapa, die Screw, das ist sehr gut. Merken wir uns die Screw. Auf, wie geht's? Hui, die sind ja selten. Das war nur einer. Was ist das denn für ein komisches kleines Spinnen und Schädel? Und natürlich tun sie mich jetzt die ganze Zeit hier stören, alle. Das war mein Chubby. Schädel bleiben jetzt bis zum Ende, weil ich nicht schnell genug bin. Mir fehlt einfach Schaden. Mir fehlt mir ganz allgemein. Die ganzen Special Tiers helfen zwar, aber ich könnte später noch ganz schön überwältigt werden. Ich werde ja jetzt schon überwältigt. Hui! Das wäre jetzt eigentlich... Nee, halt, wenn ich mich umbringe, dann werde ich ja auf ein Herz zurückgesetzt. So, da oben ist noch einer. Und hier... Oh, ein Akku. Kann ich nochmal benutzen? Hilfe! Wieso habe ich hier eben zwei Charger gesehen? Das gibt's doch nicht. Ich habe eben ganz... Achso, das waren die Typen. Okay, das sind jetzt die letzten. Mit denen komme ich jetzt aber zurecht. So, da oben spuckt noch irgendeiner. Vorsichtig, die Schädel. Verdammt, sie haben mich doch getroffen. So, das wird ja auch mal Zeit. Okay, ich nehme auf jeden Fall die Screw für Tiers ab. Oh, und Halo werde ich ja auch gerne. So, da wir jetzt 1,5 Herzen rumliegen haben, werde ich den Curse Room benutzen. Auffüllen. Eigentlich die Shopkeeper in die Luft springen. 2 Münzen haben sie mir gespendet. Boss aktivieren. Der Haunt. Der normale, oder? Nee, das ist ein Champion. So, Babys sind weg. So, dieser Haunt müsste Spinnen ausspucken, soweit ich weiß. Anstatt Brimstone, ja. Das war knapp. Tiersap hilft schon ein bisschen, aber der Leech macht echt viel Schaden. Huch, Bounty, der kommt ja von oben. Den habe ich mit Ritmo, glaube ich, noch nie gesehen. Naja, wenn man hier so viel Platz hat, dürfte Bounty kein großes Problem sein. Bounty's Problem ist eigentlich immer, wenn man wenig Platz hat, dann kann man nicht gut ausweichen bei dem seinen ganzen Zeug. Dumm Bomben und all seine kleinen Korntruppis, Dingelchen. Habe ich den schon irgendwie benannt? Git. Ah, sag mal, irgendwie ist Bounty eben nach oben abgehauen. Ist das einfach nur ein Kostüm oder was? Von Dingel? Ne, Dengel heißt der ja. So, ich habe genug für den Halo. Gut. Nun sind wir hier fertig. Sehr gut, eine Bombe. Damit kann ich noch den Fortune Teller Machine in die Luft jagen. Ach, das ist Champion, oder? Da kommen nur Herzen raus, ja.
Dann ist das kein Problem. Diese Cavalier Queen zu erledigen. Jetzt muss ich sie allerdings nur von hinten treffen. Verdammt. Wieso habe ich eben überhaupt nicht getroffen? So, jetzt sind die kleinen Herzen da. Ich glaube, wir können Schaden für sie machen, wenn wir die Herzen kaputt kriegen. Das dürfte schon im Original so gewesen sein. Jawohl. Guck noch mehr Herzchen aus, ja? Also eigentlich kackt sie sich ja aus. Oder werden die geboren? Wie grausam. Mobil. Ah, das passt doch. So, dann nehme ich jetzt erstmal Abaddon mit. Jetzt das. Und jetzt noch das. Jetzt müsste ich... Verdammt, ich bin nicht wieder auferwacht. Moment, ich könnte mich noch irgendwo umbringen. Mein Lazarus Leben müsste eigentlich als erstes zählen. Oder zählen erst die Dead Cat Leben. Ich bringe mich mal hier um. Ja, mein Lazarus Leben hat gezählt. Denn jetzt habe ich den hier. Irgendwo sind X-Felsen, aber ich habe, glaube ich, habe eine... Ach, ich wollte doch die Fortune Teller Machine kaputt machen. Ich glaube, jetzt sind wir stark genug, um das Ganze auch erfolgreich zu schaffen. Ach schön, hier gibt es noch Mieter, also einmal HP ab für uns. Und hier gibt es auch das Evil Eye. Das habe ich zwar noch nicht so ganz kapiert, wie das funktioniert, aber das finden wir schon noch heraus. Dann schauen wir mal kurz, die Blue Map ergibt keinen Sinn. Hier werden wir auf jeden Fall mal die Karte und den X-Felsen sprengen. Man kann sich von dem sagen, das kann keine Blutbank sein. Jetzt habe ich zwei Devil Bumps hier. Ich glaube nicht, dass es sowas wie Blutbanken gibt. So, also entweder HP ab. Ach, ich werde jetzt erstmal die Ebenen machen. Vielleicht fühle ich mich auch stark genug, um die Münzen aufzuheben. Wir haben jetzt auch so viele Effekte auf unseren Tränen. Sollte ich vielleicht lieber auf den Sheol warten, wenn ich hier nicht so zufrieden bin. So, vorsichtig. Jetzt erstmal die Gehirne weg. Steh auf. Oh, ich sehe Brimstone Du. Ich Brimstone Du hasse. Da ist Brimstone Du wieder. Dann benutzen wir mal. Mit all den schwarzen Herzen sind ja auch nur überwältigt werden die Wellen dann gleich weg. So, Leech, kümmere dich drum. Masken mit Herzen. Wo sind deine... Wo sind eure Herzen? Da oben. Huch, zum Glück wurde es gerade gefiert. Weil ich das Herz gefiert habe, ich jetzt... keinen einzigen Schaden genommen. Okay, jetzt habe ich Schaden genommen, weil ich so dumm vor Last ausgewichen bin. Hier ist überall Blut. Ach nee, das ist meins. So, ich werde die Münzen jetzt erstmal sparen. Hi, Dingel. Das ist ja kein großes Problem hier. Huch. Gut, das war dämlich. Und gucken, was es im Sheol gibt. Ich werde aber auf jeden Fall wieder den Teufel aktivieren. Jetzt haben wir schon mal die Münzen. Das Rolex dauert eh immer ewig. Ach schön, er ist gerade gefiert. Ich meine, gestunt, gefrozen. Oder und du hast noch ein Lamp. Sind die Lamps vielleicht kleine Skolexes? Das war dumm. Jetzt kann ich nämlich überhaupt keinen Schaden an ihm machen. Ist der Lamp erledigt? So, Skolex. Ab auf den Schwanz. Das hat schön Schaden gerade gemacht. Sehr gut, standen wir ihn. Jawohl, 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 jawohl. Klasse. Wo ist mein Gegner? Das ist nochmal Skolex. Rolex mal 2. Echt jetzt? Tust du mir das an? So, sie haben jetzt jede Menge Bomben gerade gelegt. Sind immer noch beide, stimmt's? Nein, hab ich gleich, jawohl.
Stunnen ist echt praktisch für die Stunnen. Freeze-Effekt, genau. Einfrieren ist echt praktisch für die. Komm, zeig mir deinen Hintern. So, auf den Schwanz. Oh shit, ich habe irgendwas berührt. Piercing-Shots wären noch ganz toll. Judas Shadow bringt uns eigentlich nichts. Und wir brauchen auch das Wutjob-Board nicht wirklich, weil man nicht wirklich viele Barrieren hat. In Greed Mode. Ich werde weitergehen. Ich sehe hier irgendwo ein X-Felsen. Gut, weiter geht's. Ja, meine Güte, wir haben noch 4 Minuten, noch so viele Ebenen. Ich werde es wahrscheinlich wieder überziehen. Hopefully, I'm in Curse of Darkness. Das ist nice. Ach, meine Güte, gleich 2 Manitels. Number One heißt noch mehr Tiers. Aber jetzt ist natürlich das Range ein bisschen unten. Naja, wir haben genug Range up, dass das kaum was ausmacht. So, ich kann leider kaum was sehen hier. Cube of Need werde ich mir kaufen. Und dich auch. Außerdem werden wir es wahrscheinlich machen. Nee, noch nicht. Okay, ich denke, das war's jetzt erstmal. Den Akku noch für ein zweites Seelenherz. Schwarzes Herz meine ich. Jetzt machen wir erstmal hier weiter und gucken, wie wir uns anstellen. Leider gab es keine Piercing-Shots bis jetzt. Ich werde auch weiter den Devil Deal Opla aktivieren. Okay, das war voll dumm. Ich sehe halt kaum was. Hilfe, wo sind denn alle? Müsste der Curse of Darkness im Sheol sein, da wo man es dann kaum sehen kann? Jetzt werde ich meine Münzen doch alle für Akkus ausgeben oder sowas. So. Hier gab es auf jeden Fall ein schwarzes Herz. Ah, da. Oh nein, die Spinnen, die kann man kaum sehen bei Curse of Darkness. So gut wie gar nicht. Ah, danke, Cube of Speed. So, da ich ja getroffen wurde, kann ich die auch in mein Quiet locken. Oh nein, die sind wieder Typen, die Spinnen raus. Keine Spinnen, bitte. Ich kann sie nicht sehen. Oh, ich sehe es nicht. Wo ist mein Gegner? Ah. Okay, dann machen wir mal weiter. Das eine ist der Stain, das andere war wahrscheinlich auch der Stain. Ja, es sind zweimal der Stain. Wieso wird er gerade nicht gescannt? So, den ersten hätten wir ja. Los, mein Gegner. Ach, das ist nur tot. Ich habe mich irgendwie nicht erwartet. Tauchst du normalerweise im Sheol nicht auf? Ja, dann war sie doch der Satan auf, aber... Also doch, du tauchst im Sheol auf, aber bei normalen Räumen, nicht als Boss. Satan aktivieren. The Gate und The Cage. Das ist ja fürchterliche Kombo. Das tut ihr mir nicht an. Tut es mir an. Beach, geh hin. Zum Glück haben wir ziemlich viel... Schaden jetzt. Shit. Mal gucken. Ja, das ist wirklich viel. So, damit hätten wir schon mal den. So, er hat seinen Leaper rausgeholt. Wo ist der Leaper? Das ist alles, Satan. Ui, vielen Dank auch. Es lohnt sich jetzt nicht, noch einen Akku zu kaufen. Wir gehen weiter in den Shop. Ah, jetzt ist hier natürlich kein Raum, wo wir das Buch mehr hätten aufladen können. Wie immer machen wir den Buch nur bis zum Ende durch. Vielleicht mal das Feuer kaputt machen, damit wir uns nicht verletzen. BFF wird sich lohnen, da wir gerade viele Begleiter haben. Also kommst du mit uns?
Ansonsten schauen wir jetzt mal die Pille an. Jetzt haben wir ja mehr Glück. Luck up noch mehr. Können wir es nochmal riskieren. Das ist die Powerpille. Das war, glaube ich, Bombsaki-Pille. So, von dem anderen Zeug brauchen wir eigentlich nichts. Ansonsten können wir versuchen zu rerollen. Komm! So gut. Du hast dich versteckt in den Dummies, aber wir wissen, dass du es bist. Vorsicht, die wollen uns keine Münzen abnehmen lassen. Die sich kommen beim Shop verdammt viele Münzklau-Gegner wie Greed und Greed-Köpfe und Hangers. Noch andere Todsünden. Wo sind sie denn? Ah, da oben. Huch, Engelchen gibt's auch. Irgendwie sind das Gegner, die ich gerade nicht erwartet habe hier. Ach meine Güte, wie oft ist das denn irgendwie? Kriege ich nie im Leben alle in der kurzen Zeit hin. Tun wir unser Bestes. Mit meinen verstärkten Freunden sollte das eigentlich kein Problem sein. Jetzt habe ich auch noch was im Hals hängen. Immer noch Envies. Also die anderen in der Runde 7 habe ich erledigt. Jetzt kommt die Runde 8. Noch mehr Envies. Na, da könnten wir eigentlich einfach hier unten bleiben und einfach nur ausweichen, wann immer ein Envy-Kopf herkommt. Na gut, jetzt können wir mal den Krieg zu Envy tragen. Passt. Da ist noch einer. Was? Shit. Übersehen. Ich rewohl mal. Das nehme ich. Evil plus Rage plus Shotspeed ab. Noch mehr drehen. Mask of Infamy und Bloat. Oh, das ist aber fies. Jetzt machen wir erstmal das Herz kaputt, damit die Infamy von Bloat getroffen werden kann. Was hat mich denn jetzt getroffen? Eins seiner dummen Augen? Also das ist eine wirklich fiese Kombo gerade. Wenigstens war es nicht Champion Bloat. Oh, wir haben es doch hinbekommen. Was? Das ist doch kein Boss. Das war nur jede Menge Greeds. Und was so schön, öffnen wir den Teufelsraum. Natürlich ist es die Stain. Runde. Egal, den ersten haben wir gleich kaputt. Ich sag nichts, das war total dämlich, 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 dämlich. So schaffe ich Ultra Greed nie. Wo ist der Teufel so aufgegangen? Hier. Nehmen wir sie packt. Dann halt oder Herzcontainer. Das nehme ich noch mit, das ist nämlich der die Longlegs. Na gut, und den Wirecode-Hänger kann ich mir nicht leisten. Verdammt, dann nehme ich die Karte. Two of Spades. Shit. Gut, ich will ja auch noch ein bisschen was zum Spenden haben. Probieren wir es halt mit 3 Herzcontainern und 9 Leben. Nur einmal Greed. Schade, dass du nicht aufgeladen bist, du. So, ich werde euch in die Luft jagen. Weil hier gibt es nochmal Geld. Also dann. Wieso hat sie gerade so gehangen? Oh, ich wäre einer getroffen worden. Das könnte vielleicht relativ problemlos klappen. Guckt euch an, wie viele Tränen wir jetzt haben. Naja, aber du machst gerade nur Scheiße. Dem sagen, es hört sich nach Schlüsseln an. So, erst mal die freimachen, dann die andere. Man lässt sich immer so in die Ecke drängen von den scheiß Greed-Zombies. Wow. Der Parasite hilft ganz schön dabei gerade. Das tut er gerade wieder abwehren. Danke übrigens, der die Longlegs, für deine freundliche Unterstützung hier.
Er hat wieder ein paar Gliedköpfe geholt, stimmt's? Jawohl. Gliedmodus eigentlich. Oh, Power One. Shit, ich hab mich treffen lassen. Oh nein, nicht schon wieder. Eben war noch alles so gut. Weg mit den Schlüsseln. Nicht schon wieder. Jetzt kommen sie von überall. Jetzt heilt er sich auch noch. So, mal sehen, ob ich das jetzt noch schaffe oder ob ich es noch mal schaffe, mich treffen zu lassen. Oh, Bomben, Bomben, Bomben. Ich frage mich, ob Reed nur mit dem Keeper, dem geheimen Charakter, den wir noch nicht freigeschaltet haben, nicht total leicht ist. Wäre jetzt relativ ärgerlich, wenn ich mich noch treffen lasse. Was? Ich habe nur ein halbes Herzschaden genommen gerade. Glück gehabt. So, weg mit dir, weg. Oh shit, shit, shit. Nein, verdammt. Soll ich es nochmal probieren? Ja, wir haben irgendwie gerade die ganze Zeit. Ich verstehe nicht so wirklich, aber da war ein Geräusch. Ich glaube, das war von Ultra-Beats Münzen. Ja, genau, das ist dieses Geräusch, wenn er sein Münz-Roulette macht. So, da kommen die ersten. Hey, du, normalerweise greifst du nicht an, wenn die da sind. Verdammt, müsste ich mich jetzt noch von den Bomben treffen lassen? Normale Münzen. Beach, hilf mir! Natürlich nicht. Na komm schon. Mal sehen, ob ich es schaffe, ohne mich treffen zu lassen oder nur einmal treffen zu lassen. Gewisse Gegner machen mir ein halbes Herzschaden hier. Ich lasse ihn jetzt einfach mal alle rufen, mal gucken, ob ich das hinkriege. Oh, ich glaube, ich habe sogar ein paar Schlüssel zerstört. Ultra-Beat, wieso bist du gerade so fies? Hoppla. Ja, von Ultra-Beat darf ich mich nicht treffen lassen. Und die erste Attacke bin ich ausgewichen. Wieso versage ich gerade so bei Ultra-Beat? Ja, Curse of Darkness und Sheol ist schuld. Ich würde mir jetzt nicht verzeihen, wenn ich das wirklich einmal ohne Schaden schaffe. Oder mit wenig Schaden. Außerdem habe ich noch den Leech, der mir ab und zu das halbe Herz wahrscheinlich auffüllt. Na, Rad tut er zwar saugen, aber ich krieg keine Herzen. Ich würde gerne die Herzen von Ultra-Beat auch bekommen. Aber nein, er hat versagt. Mal sehen, ob ich auch versage. Nicht schlecht bis jetzt. Hui, das war knapp. Was gibt's? Herzen. Vorsichtig, schön nach unten gehen. Jetzt hat er sich ein bisschen geheilt. Es gibt Bomben, die haben mir jetzt, waren eben mein Verhängnis. Weg damit. Hui, knapp. Schon wieder Bomben? Nee. Nein, der hat mich getroffen. Ich dachte, ich stehe richtig. Ja, das wird ein bisschen länger dauern jetzt. Vielleicht hätte ich doch einen zweiten Part anfangen sollen. 5 Leben habe ich noch. Egal, dann wird es halt überlänge. Irgendwie vergessen, dass ich... Vielleicht wird es doch nicht so viel Überlänge, wie ich dachte. Ich meine, meistens sind sie ja 35 Minuten lang, die Creed-Mode-Parts. Und wenn der halt mal 45 Minuten lang ist, die 10 Minuten machen jetzt auch nicht viel aus.
möchte es wenigstens probieren. Ich will die Dead Cat nicht ungenutzt lassen. Und es ist immer eine schöne Übung, sage ich mal so. Güte, heute ist es aber auch wirklich heiß. Draußen sind es, glaube ich, 35 Grad oder sowas. Ich schwitze hier auf meinem PC-Stuhl vor mich hin. Wenn ich versuche, Ultra-Beat zu schlagen. Und ausweiche. Und nicht ausweiche. Wieso tue ich immer links und rechts wiederbelebt werden und nicht vor der Tür? Sind das Siegbooms oder was? Das kriege ich halt überhaupt nicht hin. Ich mache einfach nur Schaden auf Ultra-Beat. So, die Zombies kommen. Sollte in die Mitte gehen. Freimachen. Jetzt habe ich mich in die Ecke trennen lassen. So, mal sehen, ob wir so freezen können, dass wir seinen Hintern bewundern können. Tatsächlich, wir haben es geschafft. Okay, wenn ich da oben bleibe, bin ich sicher. Muss ich zur Seite? Das sind wieder bloß die Schlüssel. Ich bin eigentlich stark genug, um die Hasch-Zombies, die Creed-Zombies problemlos zu schlagen. Problem wäre nur, wenn Ultra-Beat sich entscheidet anzugreifen. Ich glaube, wir haben bis jetzt noch kein einziges Mal Schaden genommen. Das ist schon mal ganz gut. Hui, das war knapp. Sollte vielleicht nicht so weit unten sein, da kann ich seine Attacken nicht lesen. Aber er hat immer noch so viel Energie. Schaut euch das an. Ich habe zwar sehr viele Tränen, die mir wirklich sehr helfen, aber... Hui, weg nach unten, hier lang. Hey, wollt ihr denn eben wieder ein paar Gliedköpfe herstampfen? Was jetzt? Schlüssel. So, ein paar sind aktiviert. Das war eben wieder super knapp. Das ist doch jetzt... Ja, okay, das hat mir eigentlich geholfen. So hilft mir auch der Longlegs sehr in dem Kampf, weil er immer wieder Ultra-Beat stampft. Was gibt's hier? Herzen. Diesmal sieht's gut aus. Wow, mein Beat hat eben Riesen im Mund gehabt. Das war aus. Oh, Bomben. Hier lang. Oh, er wird wütend, er wird wütend. Naja, wenn ich immer wieder zurückkomme, da würden die meisten wütend werden. Ich habe mich auf keinen Fall von seinen großen Münzen treffen lassen. Oder in ihn reinrennen. Oh, Bomben, 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 weg hier. Andere Seite. Nach unten. Lohnt sich, muss ich freezen irgendwie. Oh, wir haben es doch geschafft. Ich habe gewusst, es lohnt sich, wegen der Dead Cat weiterzumachen. Kiebam. So, wir haben leider überhaupt nichts zum Spenden. Aber was sonst. Vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt mir noch in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Ich verabschiede mich mit weniger Denken, mehr Spielen. Bis zum nächsten Mal.